Warum denn nicht? Warum denn nicht? Fasst euch kurz, ich habe zu arbeiten. Ich will gar nicht mit dir reden, mein Freund. Fremder? Ich habe gehört, ihr hättet keine Angst, den Netzwald zu durchqueren. Was würde ich nicht darum geben, wie ihr zu sein und diesen Ort zu verlassen? Ich habe mein Zuhause schon seit Wochen nicht mehr gesehen und ich fürchte, dort könnte etwas Schreckliches geschehen sein. Ah ja, was ist mit eurem Zuhause passiert? Wenn sie seit Wochen nicht mehr zu Hause war und nur eine Vermutung hat, ist diese Frage so nicht ganz zulässig. Aber egal. Das ist es ja. Ich weiß es nicht. Ich kam wenige Tage vor den ersten Angriffen nach Kanerok. Und dann saß ich hier fest. Ein paar Tage später kam unser Landhelfer Kateri Jaik nach Kanerok gestolpert. Anfangs wollte er nichts über meine Eltern erzählen, doch dann sagte er, die Spinnen hätten sie erwischt. Jetzt geht er mir aus dem Weg, genau wie alle anderen auch. Irgendetwas ist auf dem Hof geschehen. Aber ich kann mich nicht dazu überwinden, der Sache auf den Grund zu gehen. Ah, auf dem Hof waren wir schon, da sind alle tot. Kann ich dir jetzt schon sagen. Vielen Dank. Ich werde euch alles geben, was ich besitze. Bringt mir einfach nur Nachrichten von meiner Mutter und meinem Vater. Ich muss wissen, was dort geschehen ist. Wo finde ich eure Familie? Auf dem Tockhof. Ihr müsst für mich herausfinden, was dort geschehen ist. Ich habe den Kontakt zu meiner Familie verloren, als ich wegen der Spinnenangriffe hier festsaß. Unser Landhelfer Kateri Jaik schaffte es ein paar Tage nach Beginn der Angriffe ebenfalls hierher. Er will mir allerdings keine klare Antwort über meine Eltern geben. Ich befürchte das Schlimmste. Ach, wir müssen dann nochmal auf. Sichere Reisen. Okay, sehr schön. So, da habe ich aber noch was anderes. Irgendwas können wir schon abschließen. Okay. Und sogar noch annehmen. Ich glaub's ja gar nicht. Ja, überall Quests. Überall. Hallo, Mädel. Den Göttern sei Dank. Endlich hat es jemand von außerhalb hierher geschafft. Ich dachte schon, wir wären... Nun, ich dachte, ich würde nie wieder ein neues Gesicht sehen. Aber es ist gut, dass ihr hier seid. Ich bin Sylareta Wauner, die Arzneikundige des Dorfes. Und ich brauche eure Hilfe. Aha, was brauchst du denn von mir? Normalerweise habe ich immer einen Vorrat an Gegengift, falls mal ein Seidenernter gebissen wird. Doch nach den letzten Angriffen hat sich mein Lager geleert. Der Trank ist nichts Besonderes. Aber nach all dieser Zeit im Netzwald reagieren wir empfindlicher auf das Spinnengift als die meisten anderen. Ich brauche deshalb noch eine weitere Zutat. Die Giftdrüsen der Spinnen selbst. Irgendjemand muss sie mir besorgen. Na toll, hättest du das nicht früher sagen können? Weißt du, wie viele Spinnen ich schon getötet habe? Gut. Ich werde eine möglichst große Menge des Trankes brauchen. Dafür werden vielleicht 15 Drüsen erforderlich sein. Warum erinnert mich das irgendwie so an eine World of Warcraft Quest? Sammel 20.000 Teile davon, sammel 30.000 Teile davon und man muss dazu natürlich erstmal 100.000 Viecher töten, um an die 10 Teile ranzukommen. Wo finde ich Giftdrüsen? Im Schlund der Bestien, die Jagd auf uns machen, fürchte ich. Die einzige Möglichkeit, an die Drüsen zu gelangen, ist, eine Spinne zu töten und sie zu entfernen. Es ist keine leichte Aufgabe. Aber das Dorf braucht diese Tränke dringend. Ich werd's tun. Einen schönen Tag noch. Ja, danke schön. Das ist sogar ein Alchemielabortisch. Okay, so, experimentieren. Wir experimentieren mal wieder. Und zwar... Extraktion, Feuer, Leben. Kann ich auch dreimal leben? Nee, geht nicht. Okay, Eis, Blitzes, Entziehen, Wiederherstellung, Gift. Nein, körperlich, Mana. Auch machen wir einmal Mana mit hinzu. Experimentieren. Einen instabilen Trank. Na, super. So, wo war das jetzt nochmal? Das Leben, das musste ich mir aber merken. Und Wiederherstellung. Körperlich. Ich meine, das macht meines Erachtens irgendwie Sinn. Na gut, das Spiel sagt nein. Ist ja mal nett. Okay, Wiederherstellung. Und zwar... Erfahrung, das machen wir danach gleich. Schaden, Extraktion, Feuer, nee, irgendwas war doch da vorhin mal. Macht, Glück,
Instabil? Ah, war fast klar. Okay, Wiederherstellung hätte ich gerne. Na, passiert auch nichts Gescheites. Ja, das ist natürlich jetzt gerade so ein bisschen blöde. Also Magie und Mana ist doch immer was ganz Tolles und das als Wiederherstellung. Gut, das war zu viel des Guten. Leben, das Gift, Resistenz. Also man merkt, ich bin ein wirklich begabter Mensch in der Hinsicht. Schaden, Feuer, Magie. Ergibt doch irgendeinen logischen Sinn, oder? Hat man mal so gedacht. Das Glück ist auf den Seiten, die Leben haben wollen, das eine Resistenz bringt. Nein. Entziehend? Doch, entziehend, komm. Was mehr Sinn machen würde, wäre Gift entziehend. Boah, ich fass es nicht. Kriege ich irgendwas, was passt? Rüstung. Nee, Feuer. Nee, doch, Blut. Toll, super. Also, da klappt ja wirklich. Das klappt ja. Blitz und Magie. So. Jetzt werde ich aber wahrscheinlich doch. Magie habe ich noch? Das gibt auch nur einen instabilen Trank. Ja, ich glaub's ja gar nicht. Okay. Schauen wir mal, was dürfen wir denn machen? Einfache Alchemiekunst. So. Komm, machen das dann so. Ja, weiter. Sehr schön. Dass ich hier aber auch nicht irgendwie anklicken darf. So, machen wir mal 200 von denen. Und so weiter und so fort. Nein, jeden einzeln anklicken. Na, super. So. Das sollte dann aber auch fast langen, glaube ich. Flammenschutz. So. Sehr schön. Naja, sehr schön. Stimmt etwas nicht? Ja, es stimmt irgendwas nicht, dass ich da so blöde bin, gerade beim Alchemiekunst erstellen und so. Das habe ich mir ein bisschen einfacher noch vorgestellt. So, wo ist denn bitteschön diese andere Quest? Auch nicht? Er ist doch hier in dem Gebäude. Nee, draußen mittlerweile, ne? Ah, Moment, kann das sein, dass das heißt? Toll, super, jetzt stehe ich da natürlich im Wege. Tills Bücher soll ich beschaffen. Das jetzt natürlich sie so ein bisschen störend. Ich weiß nicht, wo ich schnell speichern habe, von daher mache ich das jetzt einfach so. Tills Sammlung. Okay. Was ist? Stört, stimmt etwas nicht? Stört sie nicht. Sehr schön. Das erste von 10. Ich glaub's ja gar nicht. Mein Gott. So. Spinnen. Was haben wir ansonsten noch? 15 Giftdrüsen. Vielleicht müssen wir dazu auch in eine Höhle rein. Das wäre nicht verkehrt. Ja. Nee. Das sind auch nochmal Brüder Tills Bücher. Na super. Haben wir doch sehr viel beieinander. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt noch schnell die Leichen. Dann war es das auch erstmals für heute. Aber erst die Leichen holen, das ist wichtiger. Das wird ja noch ein bisschen dauern, nehme ich an. Vor allem, wenn ich erstmal den Weg dann dorthin finden muss. Wobei, wenn es natürlich bei der zweiten auch so einfach ist. Brüder Tills Bücher lassen wir vor. Erstmal kurz links liegen. Ich glaube, die waren im Gebiet. Okay, da war gerade ein komisches Geräusch. Deswegen war ich ruhig. Oh. War ja klar, oder? Blöde Drecksspinne, du hier. Könntest mal anklopfen oder so. Aber nicht einfach so aus dem Boden herauskommen. Das macht man nicht. So, ja.
Giftdrüsen, komm, gib her. Gib mir. Ah, toll, super. Es fängt ja schon mal sehr gut an. Eisengriffsteg. Komm, wir gucken zwar mal rein. Oh, toll. Solche Viecher noch. Ja, genau das habe ich mir halbwegs gedacht. Das ist nur so eine Durchgangshöhle. Um schneller in das andere Gebiet eben zu kommen. Nicht mehr, nicht weniger. Und dort können wir dann die Bücher holen. So. Ich hätte aber schon mal die Viecher töten können, ne? Naja, naja. So. Ne, schöne kleine Spinne, komm. Wobei Feuerschaden ist irgendwie am geilsten, ne? Macht am meisten Schaden. Na, sieht zumindest am tollsten aus, wenn die Gegner brennen. Wobei Frost ist natürlich auch nicht schlecht, wenn es immer schön betäubt, kurzzeitig. So. Und so macht das natürlich gegen Spinnen am meisten Spaß gerade. Wobei ich jetzt sagen muss, ich kriege auch hier irgendwie doch eine Giftdrüse. Super. Wie viele Spinnen haben wir jetzt getötet? Ach, okay, ich glaube, ich sollte bei der dort unten nochmal vorbeischauen. Könnte sein, dass ich vielleicht was bekomme. Oh, ja, komm. Dann lass mich halt nicht plündern dort unten. Seid's halt unhöflich. Und du erst recht. So. Ach, grüne Neune. Was kommt denn da an? Mensch. So. Du bist ruhig und du... Gib doch den Geist auf. So. Das Mal des Feuers hier. Okay. Warum hat die dann da vorne keine Giftdrüse fallen lassen? War das noch eine alte Spinne vor dem Questlock? Na gut, okay, die hat auch keinen. Ach nee, das war jetzt eine kleine. Super, soll ich jetzt etwa eine Stunde lang hier im Kreis rumlatschen? Um an die ganzen Dinger zu kommen? 5 von 15. Na toll. Das kann ja noch heiter werden. Eisengriffsteg. Wobei, beim Eisengriffsteg bekommen wir dann auch noch diese Pflanze da, dieses Zunderholz, was wir ja auch noch benötigen. Das wäre nicht verkehrt. So, den lasse ich einfach mal dort. Also den Altar. Latsche ich jetzt nicht extra hin. Ja, will das Ding jetzt 5-mal aufploppen oder was geht? Ich hab's schon kapiert. So. Ach, das ist so herrlich. Und das macht echt ordentlich Schaden bei denen. Ja. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, die passen sich so vom Level her nicht mit an. Das wäre noch schön gewesen, wenn das gehen würde. Also es kommt dann irgendwann mal so ein paar Gegner, die... haben wir die Dinger hier nicht schon mal geplündert? Komisch. Irgendwann kommen dann mal welche Gegner an. Auf die freue ich mich jetzt schon. Das sind eigentlich nur so Opfergegner. Die können nichts. Und die letzte Leiche. Sehr schön. Sauber. So. Sterbliche Überreste eines Seitenernder. So viel dazu. Die letzte. Dort unten. Okay, das ist doch auch noch fix gemacht. Sehr gut. Und regenerieren sich hier die Pflanzen auch? Oder ich bin komplett anders da mal gelaufen. Das kann auch gut möglich sein. Und wobei die Ruine hier, die kommt mir irgendwie bekannt vor. Oh Gottes Willen. Aber wenn das da so auftaucht, vom Geräusch her ist das schon sehr schlimm. Finde ich. So, pass auf. Jetzt machen wir das mal so. Dann seid ihr alle mal vor mir. So, die zweimal weg. Und du weg. Und du auch hier. Oh. Also da ist ja eher das Geräusch, das Schreckhafte und nicht die Viecher. Aber das ist ja normal. Über die Akustik macht man ja sowas eben lieber. Kennt man ja ein richtig gutes Horrorspiel oder Horrorfilm. Baut natürlich immer dramatische Musik auf. Und irgendwann lässt es halt mal einen Schlag und bäm. Man kackt sich fast in die Hose. Dann muss es allerdings schon ein richtig guter Horrorfilm sein. Wobei ich schaue eigentlich kaum Horrorfilme. Ja. Ist nicht so mein Metier. Also ich schau mir einige gerne an, aber jetzt... Ich kann auch mal drauf verzichten. Ach, das ist nur ein normales Skelett. Okay.
So, aber hier mal erst den Stein. Die Umarmung des Netzwaldes endet nie. Mit der Kraft der Leidenschaft umschlingt sie euch. Sanfte Stille, ein ruhiger Moment. Schlaft in dieser Wiege eines milden, geheimen Orts. So, deswegen wäre es eigentlich auch wichtig, mal ein Gebiet nach dem anderen abzugeben. So, baten wir dort hinten. Da müsste ich nochmal nachschauen, was das war. So, zur Ruhe bitten. Die paar Spinnendrüsen, würde ich sagen, holen wir uns jetzt auch noch. Was soll's? Sei's drum. Laufen wir halt zurück. Porten uns nicht. Hey, außer er bleibt hier hängen. Das wäre schlimm. Sehr gut. Das ist die Frage, von wo bin ich gerade gekommen? Bin ich nicht sogar hier diesen Weg entlang? Weil dann wird natürlich nichts mehr da sein. So. Was haben wir da? Einen einfachen Heiltrank. Einfach mal so im Wasser reingeschmissen. Toll, super. Müsste ich über die andere Seite dorthin latschen. Das ist ja dann schon die Ortschaft. Wobei, ich komme hier über die Brücke eh nicht drüber, oder? Doch, ich war einfach nur zu blind, es zu sehen. Nee, da ist jede Menge Geröll. Okay, ich komme dort nicht rein. Sehr schön. Ich bräuchte aber noch mal ein paar Spinnen. Also jetzt dürft's doch... Ah ja. Da sind ja welche. Oh, na. Seid ihr euch nicht im einig, wer hier der größere Noob ist? Hm? So, da kämpfen die auch schön. Dann lassen wir die. Gott sei Dank kann man hier nicht über Kanten fallen. Wie oft würde ich in diesem Spiel sterben? Millionen Male. Oh, Zunderzweige, sehr schön. Die brauchen wir ja so oder so. Und tschüss. Sehr gut. Schön verbrannt, die Spinnen. Ach, kommt schon. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Die letzte ist es wieder, die droppt nicht. Stundenlang sucht man dann. Ach ja. Oh, ich hoffe doch, dass die drei dort unten... Nein, das sind irgendwelche Wichtel. Ich hör's doch schon. Hast du die getötet, die arme Frau? Ich hätte es fragen sollen, erst fragen sollen und ihn dann töten. Wäre geschickter gewesen. Auch ihn hätte ich erst da fragen sollen. Tja, arme Lady, die haben sie sogar noch ausgezogen. Hä? Immer diese notgeilen Wichte hier. So, gib mal her. Noch ein Seitenspinner-Tagebuch, okay. Was ist das? Wasser? Irgendwo ein Wasserfall oder ein Generator? Hört sich sehr komisch an auf alle Fälle. Naja. Schauen wir mal gleich dort hinten rein, was das ist. In der Hoffnung, dass da nochmal ein, zwei Spinnen aufploppen. Das wäre mir jetzt mindestens recht. Nein, es ist nur ein Stein versteckt. Wie ihr nehmt, so werdet ihr genommen. Schenkt mir eure Liebe und ich schenke euch die meine. Borgt mich und ich borge euch. Von gütiger Güte erster Güte und Kälte auf ewig die Warmen zu trösten. Sehr schön. Ich finde das auch ganz toll gemacht, dass wenn man so einen Stein anklickt, man hat es ja eben auch schön gehört, dass dann die Musik eben aussetzt. Finde ich ganz toll gemacht. Wie der Wagen dort oben reingekommen ist, frage ich mich auch gerade. Die Spinne wird ihn ja wohl kaum nach oben gezogen haben. Irgendjemand muss ihn nach oben geschmissen haben. Dann hätte ich aber vor dem Viech, was den Wagen dort oben reingeschmissen hat, wesentlich mehr Angst. Vielleicht, wenn ich hier durch diese Spinnenweben durchlaufe? Ich meine, das sind ja immerhin die Sensoren für solche Spinnen. Ach, kommt schon. Spinnen, wo seid ihr denn? Ah, da oben sind nur wieder Wichte, die interessieren mich mal gar nicht. Also einmal, wenn man sowas echt braucht, kommt nichts. Es ist doch echt zum Heulen. Es ist zum Heulen. So. Da auch nichts.
Da waren wir schon mal auf alle Fälle. Ich habe Pflanzen nur gelassen, aber das dürfte die Spinnen doch nicht dran hindern, nochmal wieder zu erscheinen. Ja, stimmt, der Stein ist ausgelöst. Hier hoch zu es vielleicht. Sieht mir ja gerade nicht ganz so aus. Hallöchen! Sehr schön! So, Drecksviech. Und du auch gleich. Ach, hör doch auf, du Spinne hier. Mach ich sowas? Nein, oder? So. Ich verbrenne dich eher. So, das war die Nummer 14 und du hast jetzt die Nummer 15. Ansonsten müsste ich dich wiederbeleben und nochmal töten. Gott sei Dank. So, da gehe ich jetzt nicht rein. Tja, die arme Sau. Ja, wer einmal halt in solchen Spinnweben drin ist, ne, das klebt halt wie Sau. Das ist auch irgendwie so ein Mysterium, ne, dass die so stark kleben können und... Ja, Tiere sind halt schon echt sehr fies in solcher Hinsicht. Beziehungsweise weit fortgeschritten, wie ich immer finde. Wenn sich das mal überlegt, ne? Also mein, wenn die Menschen mal so einen Kleber entwickeln könnten, wie die Spinnen einfach nur als Sekret haben, das auch auf ihren Spinnweben haben, das wäre ein enormer Fortschritt. Auch die Stabilität von solchen Spinnenweben, einfach enorm. Einfach enorm. Aber ich möchte da nicht reinkommen. So eingesponnen werden in diesen so ein Seitenkonkord und danach setzen die irgendwelche Eier in mir ab, dass die Larven dann in mir heranwachsen, beziehungsweise benutzen mich als menschlichen Proteinshake. Oh yeah, super. Und hier haben wir ihn, den neuen Kabulator-Shake. Yeah, schlürfen auch sie heute mal daran. Ekelhaft. Also nicht die Vorstellung, dass das ekelhaft schmeckt, sondern eher die Vorstellung, dass man aus mir einen Proteinshake macht. Ja. Okay. So, ja, mit ihm kann ich noch nicht reden. Wir brauchen natürlich erst noch Barton. Stimmt, der ist in der Höhle dann da hinten. So, die ist da drin. Das habe ich doch gesucht. Die nette Dame bekommt ihre Spinnendrüsen. Im Keller. So. Okay. Dann halt nicht im Keller, dann doch oben. Naja, gut, ein Stockwerk haben wir noch, da schauen wir noch nach. Sag mal, dass sie hier... Ach, die schläft schon. Aufstehen. Toll, super. Ich meine, wenn ich jetzt anklicke, legt die den Sack doch eh zur Seite hin. Den Göttern sei Dank, ihr habt sie mir gebracht. Mein Lager war beinahe leer. Aber jetzt kann ich wieder für Nachschub sorgen. Bitte, nehmt diese hier. Ich werde schon in Kürze neue herstellen können. Danke. Wenn wir bei dir schon mal sind und die Taschen eh voll... Beziehungsweise, das machen wir anders, da ich entleere gleich meine Taschen und mache erstmal hier weiter. Das habe ich. Hier ist eine Flasche aus unserem Bestand. Vielen herzlichen Dank. Achso, habt ihr irgendwelche Tränke übrig? Leider nicht. Es tut mir leid, aber ich brauche mehr Zeit, um sie herzustellen. Okay, kein Problem. Okay, dann... Einen schönen Tag noch. Naja, dadurch, dass du dich hinlegst, ist es Nacht und bei mir ist es auch gerade Nacht und so. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns einfach in der nächsten Aufnahmesession hoffentlich doch wieder. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Baba!